Ich gebe dir in diesem Video alle Infos an die Hand, damit du entscheiden kannst, ob du für dich und dein Aquarium wirklich eine Osmoseanlage brauchst oder eigentlich nicht. Eine Osmoseanlage hat im Grunde drei Aufgaben. Die erste Aufgabe ist die Enthärtung des Wassers, was für uns im Aquarium eine besondere Wichtigkeit hat. Das heißt, das Wasser, was aus einer Osmoseanlage rauskommt, hat idealerweise GH und KH 0. Das heißt, es ist maximales Weichwasser. Es wird halt nicht weicher, es wird nicht weniger. Das ist also das absolute Null-Level. Man nennt das dann tatsächlich auch Nullwasser zum Teil. Und damit kannst du halt mehr oder weniger jeden anderen Wert erreichen. Also wenn du halt einen bestimmten Wert erreichen möchtest, was KH oder GH in der Aquaform angeht, dann ist es natürlich ganz praktisch, zuerst ein Wasser zu haben, wo beides komplett Null ist und dann ganz individuell mit entsprechenden Aufhärtesalzen auf diese Werte, die du brauchst, aufzusalzen. Das zweite, was eine Osmoseanlage macht, es entzieht dem Wasser sämtliche Nährstoffe und andere gelöste Stoffe. Heißt also, in deinem Leitungswasser ist beispielsweise schon eine Menge Nitrat vorhanden oder eine Menge Kalium oder eine Menge Phosphat. Es gibt ja in der deutschen Trinkwasserverordnung gewisse Grenzwerte für diese Stoffe, aber beispielsweise liegt der Grenzwert für Trinkwasser für Nitrat bei 50 Milligramm pro Liter. Und das ist in einem Aquarium schon ziemlich hoch. Wenn du also in einem Gebiet lebst, wo dein Leitungswasser 40 oder 50 Milligramm Nitrat aufweist, dann ist das im Aquarium schwer zu verwenden. Einerseits brauchst du dann natürlich auf jeden Fall keinen Nitratdünger mehr, was vielleicht positiv sein kann, aber andererseits muss dein Aquarium diesen hohen Nitratwert auch erstmal verbrauchen, ansonsten riskierst du dadurch nämlich Algen. Und gerade bei solchen Sachen kann halt eine Osmoseanlage Abhilfe schaffen, weil das Wasser, was da rauskommt, da kommt wieder der Begriff Nullwasser zum Vorschein, enthält halt auch nichts mehr von diesen Stoffen. Die sind dann auch alle auf Null. Und die dritte Aufgabe ist die Neutralisierung des pH-Wertes. Und da werden jetzt vielleicht einige von euch aufschreien, weil das, was ich jetzt sage, ist oft nicht nachvollziehbar. Osmosewasser direkt aus der Anlage hat einen pH-Wert von 7. Das ist maximal neutrales Wasser. Aber wenn du dieses Wasser in einem Kanister auffängst beispielsweise, um es später zu benutzen, dann kommt es in dem Moment ja mit der Luft in Berührung und damit auch mit dem CO2 in der Luft. Das reagiert zum Teil zu Kohlensäure im Wasser und dieser Anteil Kohlensäure im Wasser sorgt dafür, dass der pH-Wert tatsächlich unter 7 sinkt. Deshalb ist es häufig so, dass wenn du Osmosewasser misst, was du in ein Glas gefüllt hast, was du in einen Kanister gefüllt hast, was auch immer, dass dort der pH-Wert etwas unter 7 ist und nicht genau auf 7. Das hat aber eben mit der Reaktion des Osmosewassers mit der Umgebungsluft zu tun. Das Wasser selber wäre maximal neutral, wenn du es denn ohne Luftkontakt irgendwo messen könntest. Trotzdem ist das natürlich ganz praktisch, denn auch da kann es sein, dass dein Leitungswasser zum Beispiel einen sehr hohen pH-Wert aufweist. Auch da, die Grenzwerte für Trinkwasser liegen zum Teil über pH 8. Und pH 8 im Aquarium ist, wenn du nicht gerade ein spezielles Aquarium mit genau diesen Werten brauchst, eher ungewöhnlich und eher kontraproduktiv. Du willst eigentlich für viele, viele, viele Fische, gerade für diesen riesigen Bereich Südamerika, willst du zum Beispiel immer im Bereich unter 7 sein. So leichtes Weichwasser und leicht saures Wasser. Und auch da kann es Osmosewasser dir leichter machen, auf diese Werte zu kommen, wenn dein Ausgangswasser diese nicht mitbringt. Und das leitet dann auch über zu Kapitel 2. Wann benötigst du denn dieses Wasser überhaupt? Und einiges davon habe ich jetzt gerade schon vorgegriffen. Der Hauptpunkt, wann du Osmosewasser benötigst, ist nämlich immer der, wenn dein Leitungswasser nicht zu den Anforderungen passt, die du für dein Aquarium brauchst. Ganz einfach. Und das heißt auch, dass du, je nachdem, wo du wohnst, eben auch keine Osmoseanlage brauchst, weil das Aquarium, was du halten möchtest, mit dem Besatz, den du halten möchtest, und den Pflanzen und den Bedingungen, die du dafür brauchst, mit ein bisschen Glück genauso aus deiner Leitung kommt. Das kann passieren. Es kann aber eben auch sein, dass das überhaupt gar nicht so aus deiner Leitung kommt. Ich kenne das von vielen, die in den Großstädten in Deutschland leben, dass sie beispielsweise Probleme mit extrem hartem Wasser haben. Da kommen dann so Werte wie GH 30 um die Ecke. Und dann ist natürlich auch vorbei. Dann wird es halt ein bisschen schwierig. Und da kommt man halt um den Einsatz einer Osmoseanlage beim besten Willen nicht mehr drum herum. Oder das Beispiel, was ich gerade genannt habe, Nitrat 50. Da ist dann auch Ende. Also damit kann man halt nicht viel anfangen. Das ist nicht mehr wirklich fischgerecht und nicht mehr wirklich aquariengerecht an der Stelle. Und da ist dann der Einsatz einer Osmoseanlage ebenfalls nötig. Aber das ist tatsächlich der Hauptentscheidungspunkt. Schau dir also an, was möchtest du in deinem Aquarium machen? Idealerweise, welche Tiere möchtest du in deinem Aquarium halten?
Dann schaust du dir an, welche Haltungsbedingungen hätten diese Tiere. Und dann kommt der Rückschluss darauf, wie sieht denn dein Leitungswasser aus. Und dazu gibt es zwei Methoden. Die erste Methode ist, einfach mal auf die Website deines Wasserversorgers gehen. Denn die Trinkwasseranalysen für die einzelnen Landkreise sind alle öffentlich. Die kannst du alle bei deinem Wasserversorger einsehen. Du gehst also einfach auf die Website deines Wasserversorgers, suchst da deinen Landkreis aus und dann bekommst du eine komplette Laboranalyse mit sämtlichen Werten, die du dir vorstellen kannst und eben auch die, die für die Haltung deiner Tiere relevant sind. Und dann kannst du schauen, passt das überein oder weicht das massiv voneinander ab. Dennoch würde ich dir immer empfehlen, das Ganze durch Punkt 2 zu überprüfen, nämlich eine ganz konkrete Messung deines Leitungswassers bei dir zu Hause mit entsprechenden Wassertests, die du ja auch so für dein Aquarium verwendest. Ich würde dir da immer empfehlen, Tröpfchentests zu verwenden, keine Streifentests, da Streifentests beispielsweise nicht sowas wie Kalium und nicht sowas wie Eisen abdecken, das aber als Nährstoffe für die Pflanzen sehr, sehr wichtig ist und deshalb auch ein Wert, der es sich lohnt, dass man ihn kennt. Warum solltest du das jetzt machen, wenn du doch eigentlich die Werte von deinem Wasserversorger bereits kennst? Naja, du kennst die Werte im Wasserwerk. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass die Werte auch exakt so bei dir zu Hause ankommen. Das hängt nämlich beispielsweise davon ab, wie alt dein Haus und damit wie alt die Wasserleitungen in deinem Haus sind. Denn es könnte sein, dass die Wasserleitungen, wenn sie beispielsweise sehr alt sind, einen etwas höheren Eisenanteil ans Wasser abgeben oder auch einen etwas höheren Kupferanteil ans Wasser abgeben. Und deshalb würde ich dir immer empfehlen, die wichtigen Werte, GH, KH, pH, die Nährstoffwerte, nochmal zu Hause mit einem Glas Wasser aus deinem Wasserhahn gezapft, direkt zu messen. Idealerweise weicht das nicht sonderlich von den Werten des Trinkwasserversorgers ab, aber falls es abweicht, dann ist natürlich diese Messung, die du bei dir zu Hause gemacht hast, sehr viel relevanter als das, was dein Wasserversorger auf die Website schreibt. Und dann ist natürlich die dritte Maßnahme, die du jetzt treffen musst, beziehungsweise die Entscheidung, die du fällen musst, wie stark weichen denn jetzt die Wasserwerte, die entweder dein Wasserversorger angibt oder die du selber zu Hause an deinem Wasserhahn gemessen hast, von den Werten ab, die du für dein Aquarium und für deinen Besatz brauchst. Und wenn das halt deutlich abweicht, dann wäre das wieder ein Punkt für eine Osmoseanlage. Wenn nicht, hast du Glück und du kannst dir die Osmoseanlage wahrscheinlich sparen. Und dazu ist jetzt auch noch wichtig, einmal kurz zu wissen, was eine Osmoseanlage nicht kann. Eine Osmoseanlage kann zwar maximal weiches Wasser erzeugen, sie kann aber nicht saures Wasser erzeugen. Wie gesagt, das Wasser, was aus der Anlage kommt, hat pH 7, ist maximal neutral. Es wird eventuell etwas saurer, wenn du es halt an der Luft lagerst, weil es dann mit dem CO2 zu Kohlensäure reagiert und so weiter und so fort. Aber wenn du jetzt bestimmtes saures Weichwasser haben willst, beispielsweise wirklich für ein Südamerika-Biotop, wenn du also etwas brauchst, was in Richtung, weiß ich, pH 6, pH 5 geht, dann kriegst du das mit einer Osmoseanlage nicht hin, sondern dann ist das Wasser aus der Osmoseanlage erstmal nur eine Grundlage dafür, dass du dann darauf aufbauend mit anderen Mitteln dein pH-Wert weiter senken musst. Es gibt einfach flüssige Zusätze. Im Endeffekt sind das einfach irgendwelche Säuren, die du deinem Wasser zusetzt, um den pH-Wert weiter zu senken. Du kannst beispielsweise einen Bodengrund wie Soil einsetzen, der den pH-Wert ebenfalls etwas senkt. Du kannst über Torf filtern, was den pH-Wert weiter senkt. Oder du kannst den pH-Wert mit einer CO2-Zugabe beeinflussen. Dazu habe ich ja schon mal ein ausführliches Video gemacht. Und falls du das noch nicht gesehen hast, schau mal oben rechts in die Ecke. Da blende ich dir jetzt einmal ein, wie du mit einer pH-Steueranlage deinen pH-Wert kontrollieren kannst durch die Zugabe von CO2. Aber das wäre halt eine Grenze einer Osmoseanlage, wo du halt das hergestellte Wasser nicht direkt verwenden kannst, sondern es trotzdem noch sozusagen weiter aufbereiten musst, weiter verarbeiten musst, damit du auf die Zielwerte kommst, die du gerne haben möchtest. Und was auch immer wieder ein Problem ist und was auch immer ein Ansatzpunkt ist, warum viele Leute eine Osmoseanlage anschaffen wollen, Silikate im Aquarium. Die führen nämlich, wenn sie zu hoch sind, zu Kieselalgen, und zwar mehr Kieselalgen, als man eigentlich in den ersten 2, 3, 4 Wochen seines Aquariums hat. Danach verschwinden die ja normalerweise von selbst wieder. Wenn sie das nicht tun, dann ist es ratsam, mal konkret auf Silikat zu testen in deinem Wasser. Und zwar sowohl im Leitungswasser als auch in deinem Aquarium. Und da verhält es sich so, dass Silikate tatsächlich durch die Membran einer Osmoseanlage nicht zurückgehalten werden können, sondern dafür brauchst du einen separaten Nachfilter. Das ist dann ein sogenannter Mischbett-Harzfilter. Das ist also so eine Kartusche, wo so ein kugeliges Harz drin ist. Und das wird nachgeschaltet. Das heißt, das Wasser, das Osmosewasser, was frisch aus deiner Anlage rauskommt, fließt direkt danach durch diesen Mischbett-Harzfilter durch. Und der hält die ganzen Silikate zurück. Es reicht nicht, nur eine normale Osmoseanlage zu kaufen, wenn du konkret gegen Silikate vorgehen willst, sondern du brauchst dann immer noch einen separaten Mischbett-Harzfilter. Es gibt mittlerweile Komplettsysteme, wo sowas dabei ist. Da musst du halt nur darauf achten, dass es wirklich dabei ist, wenn konkret Silikate bei dir ein Problem sein sollten.
Ja, das sind die Hauptgründe, wann du eine Osmoseanlage wirklich brauchst. Und wichtig ist halt vor allem, selbst zu differenzieren für dich selber. Und da liegt die Verantwortung einfach bei dir selber, dich darüber schlau zu machen, was sind deine Wasserwerte des Trinkwasserversorgers, ändern die sich eventuell, wenn sie in deinem Haus ankommen. Das musst du also selber noch einmal nachmessen. Und dann musst du dich natürlich darüber informieren, was sind die Haltungsbedingungen des Besatzes, den ich gerne in meinem Aquarium hätte. Und wenn das übereinstimmt, hast du Glück gehabt, brauchst du keine Osmoseanlage. Wenn das nicht übereinstimmt, kann eine Osmoseanlage helfen, in den Grenzen, die ich dir jetzt gerade aufgezeigt habe. Wie gesagt, um das Osmosewasser dann auf die entsprechenden Werte anzupassen. Bei den Nährstoffen ist das natürlich gar kein Problem, da bedienst du dich einfach der diversen Flüssigdünger am Markt. Da steht meistens ja auch dabei, wie viele Nährstoffe von welchem Nährstoff, die in welchem Verhältnis dem Wasser hinzuführen. Und das Schöne ist, wenn du 100% Osmosewasser verwendest, kannst du das ja einfach berechnen. Das heißt, du weißt, wie viel Osmosewasser ohne jeglichen Nährstoff du dem Aquarium zuführst. Und dann kannst du einfach anhand der Mengenbeschreibung und anhand der Düngeempfehlung auf dem Dünger berechnen, wie viel Dünger du brauchst, um auf deine Zielwerte zu kommen. Das ist eigentlich sehr, sehr nett. Bei der Härte verhält es sich so, dass du da mit sogenannten Aufhärtesalzen arbeitest. Da gibt es entweder Salze, die nur GH oder nur KH anheben. Und es gibt auch Salze, die beides kombiniert in einem bestimmten Verhältnis anheben. Das findet man ganz häufig beim Garnelenzubehör, denn gerade Bienengarnelen setzen auf sowas, weil man da zum Beispiel einen sehr niedrigen KH-Wert fahren möchte, aber einen etwas höheren GH-Wert und da dann entsprechende Salze benutzt. Ich verlinke dir mal eine Auswahl bzw. eine Übersichtsseite unten in der Videobeschreibung dazu. Da findest du dann in den einzelnen Produktbeschreibungen sicherlich genau das, was du brauchst. Und zuletzt vielleicht einmal so das Beispiel von mir konkret, weil ich das auch mal gefragt werde, hey, betreibst du deine Aquarien eigentlich mit Leitungswasser oder mit Osmosewasser? Und die Antwort ist, ich mache beides. Hier im Büro steht das 60P hinter mir. Das wird zu 100% mit Leitungswasser betrieben. Denn die Pflanzen und der Besatz, der da drin ist, passt ziemlich genau mit dem überein, was ich aus der Leitung rausbekomme. Außer dem pH-Wert, der passt nicht ganz überein. Da ich in dem Becken aber Soil einsetze als Bodengrund, zieht das Soil automatisch den pH-Wert in den Bereich, wo ich ihn gerne hätte. Und deshalb muss ich mich da nicht mit einer Osmoseanlage rumschlagen. Auf der anderen Seite, das Biotop-Aquarium im Wohnzimmer, was ja die Biotopbedingungen des Rio Tapajós in Brasilien nachbilden soll, das wird mit 100% Osmosewasser betrieben, weil dort zum Beispiel eine Zielvorgabe ist GHKH0. In dem Aquarium und ein pH-Wert unter 7. Das heißt, da wird wirklich reines Osmosewasser reingeleitet und da werden dann auch konkret diese Werte damit erreicht. Ein anderes Beispiel ist das Meerwasser-Aquarium. Meerwasser-Aquarien werden ganz generell eigentlich immer mit Osmosewasser betrieben, weil nämlich die Werte im Meerwasser wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind zu den Werten im Süßwasser. Und da macht es einfach Sinn, mit einem Nullwasser als Ausgangsbasis zu arbeiten und dann mit den entsprechenden Meersalzen und Zusätzen das Ganze halt auf ein Meerwasserniveau zu heben. Da habe ich aber beispielsweise einen pH-Wert von 8,5 und einen KH-Wert von 8 bis 10. Und das sind eigentlich Sachen, die man so aus der Leitung auch eher selten bekommt. Deshalb benutzt man da natürlich auch Osmosewasser. Du siehst also, es hängt wirklich immer sehr konkret vom eigenen Aquarium ab und von dem, was du mit diesem Aquarium machen willst, ob eine Osmoseanlage für dich Sinn macht oder nicht.